Alfons Horst und Magdalena Marx genießen es zu tanzen. Es ist dann immer wie beim ersten Mal, als sie sich kennengelernt haben, hier auf der Tanzfläche im Schlosshotel in Traiskaden. Eine Liebe auf den ersten Blick. Ja, wir haben uns gesehen, war gleich Sympathie da, ja. Und irgendwann habe ich mit ihr getanzt, ja. Und habe sie gleich angesprochen, mit ihrer Telefonnummer und so, ne. Ja, und da haben wir uns getroffen, in Männlichum Parkplatz. Und da bin ich mit ihr nach Neuenahr gefahren. Der hat direkt Nägel mit Köpfen gemacht. Entweder oder, ne? Und ich fall drauf rein. Das ein oder andere Tete-a-Tete auf der Tanzfläche war hier schon für einige der Start in ein neues Leben zu zweit. Sonntagnachmittags wird im Schlosshotel ab 15 Uhr getanzt, was das Zeug hält. Und Gastgeberin Marlies Bell serviert dazu Kaffee und Kuchen. Viele ihrer Gäste kommen schon seit Jahren, die meisten kennen sich gut. Aber wer neu ist, bleibt auch nicht lang allein, denn Marlies Bell hilft dem Glück ihrer Gäste gerne auf die Sprünge. Ich sag schon mal, gehen Sie doch mal dahin tanzen oder gehen Sie mal dahin tanzen. Das sind nette Leute. Manchmal funktioniert es, manchmal klappt es. Und es sind schon Leute, die sich hier kennengelernt haben und auch vielleicht nicht zusammen wohnen, aber sich immer wieder hier treffen und sich den Nachmittag verbringen oder auch mehr draus wird, weiß ich nicht. Das will ich auch gar nicht wissen. Das Schlosshotel in Traiskaden ist der Treffpunkt für viele Senioren in der Region. Hallo, Marlies Bell kennt die meisten ihrer Gäste schon seit vielen Jahren. Einige kommen inzwischen allein, weil ihr Partner verstorben ist. Hier ist das gut für Bewegung, einmal das, ja. Und die nette Frauen, die hier sind, dass man denen in die Augen schauen kann, das macht auch Freude und das kommt wieder retour. Und es dauert nicht lang. Ein tiefer Blick, ein kurzes Gespräch, dann ein Lächeln. Der einsame Gentleman punktet bei den Damen mit seinem gepflegten Benehmen. Ein Gefühl wie anno dazumal, vor fast 40 Jahren, als die Mutter von Marlies Bell den Tanztee ins Leben rief. Meine Mutter hat angefangen, wie gesagt, 78, und da waren es nur 7, 8 Paare. Und der hat immer gesagt zu mir, Marlies, halte durch. Ich habe manchmal gesagt, das lohnt sich überhaupt nicht. Die Musik ist teurer als alles an Verzehr, was da einkommt. Die hat immer gesagt, halte durch, dann spricht sich rum. Und das hat sich auch rumgesprochen und es ist doch erfolgreich geworden. Seitdem geht es jeden Sonntag rund im Schlosshotel in Traiskaden. Hier hat noch jeder Anschluss gefunden. Dabei ist das Alter ganz egal. Denn nicht nur zur Karneval tobt es hier im Tanztee-Saal.